So sieht das ganze Ding denn aus. Es hat einen ganz kleinen Upgrade bekommen. Ungefähr so viel. Ich hab nur ein Grinsen, Alter. Mir tun die Backen weh, ja. Dankeschön, VH6, für diese Gefühle. Willkommen bei Kfz40, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute fahre ich zum ersten Mal mit dem Golf 4 VH6 Cabrio. Ey, ihr glaubt es nicht. Ein Jahr lang hatten wir nur Pech gehabt, nur Probleme gehabt. Ich habe die Hoffnung schon aufgegeben und ich muss sagen, ich habe so die ersten paar Kilometer gerade gefahren. Es macht einfach nur Spaß, das Ding zu fahren, auf der Straße so leicht zu beschleunigen. Dann denkst du, krass, was ist das? Also ihr müsst euch vorstellen, wir haben hier einen VH6 Turbo drinnen mit einem GT30 Garrett Lader. Mit einer Sinterkupplung, ja, die Sinterkupplung macht ein bisschen Geräusche, aber wer kennt es nicht, Sinterkupplung, ein Massenschwungrad, die machen immer Geräusche. Der macht es auch, ist aber nichts Wildes. Ich muss sagen, so sieht der eigentlich aus wie ein Sleeper. Ne, ursprünglich war das 75 PS, jetzt hat er ungefähr das 4-5-fache. Hat er ungefähr jetzt am PS. Motorhaube einfach mal zumache, sieht der aus, als hätte er immer noch 75 PS. Hat aber nicht. Der hat V6 Turbo drin. Ganz kleinen Upgrade bekommen. Ne, der hatte 1,8 auf 2,8. Ein Liter mehr Hubraum. Ich will eigentlich auch nicht viel reden. Ich will einfach nur fahren damit. Ich möchte nur sagen, oh mein Gott, ein Jahr lang hat sich gelohnt. Das werden wir sehen. Aber ich werde nicht schnell fahren. Ach, ihr wisst ja, Date, erster Tag. Ne, dann geht man nicht. Da redet man über Gott und die Welt. So war ich das jetzt auch. Das ist die erste Fahrt. Erste Mal Straße. VH6 Straße. Straße VH6. Sorry. Ich muss sagen, der Golf lässt sich schon mal gut fahren. Fahrwerk haben wir ja echt. Du hast es hier. Du hast den Fahrwerk eingebaut. KW-Fahrwerk haben wir drunter. Erste Mal ganz kurz beschleunigen. Mal schauen. Kennst du das nicht, oder was? Macht aber nur, wenn du Kupplung nicht. Ja, weil er den Ladedruck ja freisetzt. Okay. Weil sonst wird das ja auf den Turbo hauen. Findest du das nicht gut, oder was? Nein, ist okay. Nichts Schöneres als Dach offen, VH6 Sound und dann am besten mit Turbo. Der Wind ist weggeflogen. KW-Fahrwerk ist schon hart, ne? Nicht, dass ich jetzt schnell fahren möchte, so. Das möchte ich nicht. Aber so den dritten Gang kurz beschleunigen. Der geht schon ab. Der geht schon, der kommt noch mehr, ne? Ja. Da kommt schon was. Da ist schon eine Rakete, du. Tolle Check. Ja. Ey, nur noch den Blauaufwind hier ändern. Boah, dann haben wir die volle Leistung. Merkst du, wie der Blow-Off-Ventil, den habe ich zu weit aufgedreht. Ich habe einen Blow-Off-Ventil drin, den kann man einstellen. Und ich habe zu wenig eingestellt. Wir müssen den noch ein bisschen fester machen. Der verliert den Druck dort. Drückt nicht so viel, war eco-mäßig. Einfach nur geil. Einfach nur geil. Haben Sie überhaupt
auf der Autobahn ist schon geil. Ich habe gerade voll geschwitzt und jetzt schwitze ich gar nicht mehr. Das ist die beste Klimaanlage. Was war das? Das ist einfach nur brutal. Einfach mal grippmäßig unterwegs drehen mit dem. Aber das Geilste ist, nach einem Jahr hier drinnen sitzen und diese Kilometer gerade fahren. Einfach nur Glücksgefühle. Ich fahre nicht schnell. Ich muss auch hier nicht schnell fahren. Einfach nur, dass alles funktioniert und dass der so abgeht beim Abruf. Einfach nur geil. Sei euch jeden gegönnt. Und wenn nicht, kann ja der eine oder andere mit mir mitfahren hier. Ja, wir haben wieder die perfekte Straße geholt. Das merkt man ja, ich kann die Kamera kaum halten. Ja, das ist natürlich, weil ich wieder mal... wir haben ein KW-Fahrwerk eingebaut, die natürlich extrem hart ist. Und ich wollte mal schauen, ob das alles in Ordnung ist. So, ne? Das funktioniert, glaube ich. Ja, das ist wichtig. Also Hubraum mit Turbo, das ist mir eine ganz andere Welt, ehrlich. Dankeschön, Frau Sitz. Einfach nur geil. Aber raus muss ich schon. Brutal. Der Turbo macht gerade so. Der schläft gerade. Der Turbo schläft. Das ist für ihn überhaupt keine Anstrengung. Er sagt, ey Kollege, kannst du mich bitte aufwecken, wenn wir richtig Ladedruck aufbauen? Also ich weiß nicht, wie viel Ladedruck wir haben. Vielleicht 1 Bar oder 0,7 Bar. Also hier haben wir nicht viel Ladedruck gerade. Jetzt stell mal vor, wir machen den so auf 1,3 Bar. Das wird geil. Ich könnte das ganzen Tag machen. Den ganzen Tag. Echt, weck mich um 3 Uhr morgens auf und ich mache das ganzen Tag. Ich brauche nur Sprit. Macht so viel Bock, ja? Es ist unbeschreiblich. In einem VA6, ne, das, also ganz ehrlich, dieser Sound, du fährst langsam, du hörst einen geilen Sound. Du drückst drauf, du hörst einen Turbo-Sound. Was gibt's da noch Besseres? Ne? Guck mal, wir fahren langsam, haben mal geiler Sound. Und jetzt drücken wir nur ganz wenig und dann hören wir einen Turbo-Sound. Das ist Hammer. Und das Geile ist natürlich, egal was ich hier verbaut habe, wir können alles eintragen. Ob ich das Ganze nur eintrage, weiß ich nicht. Ob ich den jetzt behalte, weiß ich nicht. Ich habe ja gesagt, der muss mich umhauen. Ehrlich gesagt, ja, hat er gemacht. Der hat mich umgehauen. Ich muss sagen, okay, der VH6 hat mich überzeugt. Allein dieser Turbo-Sound, ihr müsst euch vorstellen, ihr fährt ganz normal 2.000, 3.000 Umdrehungen, dann habt ihr diesen VH6-typischen Sound. Dann drückt ihr aber drauf, dann habt ihr aber einen Turbo-Sound. Und das ist, wenn ich den auf 1.8er umgebaut hätte mit Turbo, egal ob man GT30 hat oder nicht, der hätte mich, glaube ich, nicht so umgehauen. Muss ich sagen, weil dieser VA6 in einem Golf Cabrio, das ist ganz was anderes. Und dann noch in seinem Auto, wo man das gar nicht sieht, bin ich wie so ein großer Fan davon. So, ich glaube, ja, das Ding hat gehalten, das Ding hat mich umgehauen und ja, ich werde den vielleicht behalten. Aber wenn ich ein gutes Angebot kriege, sage ich vielleicht auch nicht nein. So, Dankeschön fürs Zuschauen, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein, ciao. Ich schwitze, ich gehe jetzt nochmal los. Eidosch. Ja, genau das war das, was ich gemeint hatte eigentlich. Egal, da fahren wir ein bisschen mehr. Benzin! Drück nicht so viel, fahr Eco-Miesen! Einfach nur geil.
einfach nur geil. Haben Sie auf der Autobahn ist schon geil.